Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Wie ist das werte Befinden? Danke der Nachfrage, sehr gut. Wir sind ja hier gerade in Anvil und hier haben wir ja die Quest mit dem Haus, hier, wo Geister frei sich tummeln. Wenn Beenirios getroffen, er bietet hier in Anvil ein Herrenhaus zum Verkauf an. So, aber das können wir uns momentan nicht leisten. Daher würde ich vielleicht mal irgendwie das Umland mal erkunden oder so, vielleicht, oder was? Sorry, muss er gerade ein bisschen auf. So, vielleicht Überfall auf Klar. Achso, das sind die abgeschlossenen. So, vielleicht das. Oder? Nee. Turin hat nichts ergeben, da offensichtlich etwas verbergen hat. Da konnten wir ja nicht weitermachen. Mussten bis in die Nacht warten. Der Pfad der Morgenröte. Ta'amena sagt, dass Manka Kamoran in seinen Schriften eine Nachricht verborgen hat, damit ihm und der mythische Morgenröte nur Erleuchtete folgen können. Ich sollte diese Bücher etwas genauer studieren. Ich habe ja das. Oh, ne, warte. Eine Buch hier. Eure Mystikfertigkeiten verbessert. Möge der Besitzer des vierten Schlüssels auf diese Weise das Herz kennen. Über die Mundex Terren herrschten einst allein die tyrannischen Dreukönige. Jeder mit seinem eigenen Reich. Und um die Grenzen zwischen ihren versklavten Ozeanen wurden Kriege ausgefochten. Sie waren die Zeittotems des Altertums ähnlich, aber böse. Und voller Hohn und profaner Kräfte. Wer lebte, tat dies nur unter Duldung der Droys. Ich gebe meine Seele den Magna G, sagte der Freudige im Paradies, denn sie haben Merunes, das Rasiermesser, ins Geheim erschaffen. In den Tiefen von Lüg, der Domäne des Emporkömmlings, der verschwindet. Obwohl sie aus verschiedenen Wassern kamen, diente jedes Get einen gemeinsamen Zweck, einen Fürsten des Guten zu erschaffen, dessen Gestalt in willkürliche Hüllen zu kleiden und ihn mit dem wertvollsten und seltensten Gut von Oblivion zu erfüllen. Hoffnung. Unsterblich intoniere ich aus dem Paradies Merunes, der Diebfänger, Merunes Gottesleib, Merunes, die roten Waffen, die aufsteigen. Numantia, Freiheit. Bestreitet nicht, dass diese Tage wiederkehren werden, meine Novizen. Denn so wie Merunes Lüg unterwarf und sein Gesicht zerbrach und jeden der 19 und 9 Ozeane für frei erklärte, so wird er die Schlangenkrone des Rodil zerschmettern und für Zusammenschluss sorgen. Alles wird sich in diesen Tagen ändern, wie es damals änderte. Denn mit und durch das Zauberwort Numantia erhob sich ein großer Aufruhr. Und die Türme von Chim'el Gargik wurden niedergerissen. Und die Templer des Emporkömmlings wurden niedergemetzelt. Und Blut tropfte wie Tau von den obersten Höfen in die niedrigsten Gruben. Wo die Sklaven mit irren Gesichtern, mit Ketten und Zähnen über ihre Gefängniswärter herfielen. Und alle Hoffnung wie ein Buschfeuer war. Eure Morgendämmerung lauscht auf euch, meinten Fürst. Soll das Chaos wissen, dass es frei ist. Mirun ist es gekommen. Es gibt keine Herrschaft außer der des freien Willens. Sonnen wurden gespalten, als eure roten Legionen von Lüg aus in das Hinterland der Kette gezogen, eine Legion für jeden Get und Kuri wurden niedergeworfen und Jaff wurde niedergeworfen und Horma Gile mit Kaltsalz zerquetscht und fortan vorgenannt und es soll es und so soll es wieder in der Zeit der Tore sein. Unter den Sümpfen wurde Malbioge eingenommen, die alte Stadt der Ketten, in Neuknochenwärme gesättigt und befreit. Galg und Morgalg wurden in einer einzigen Nacht des Tages eingenommen. Und so soll es wieder in der Zeit der Tore sein. Nichts als Leid für Nieren, das zur Grube geworden ist. Und sieben Flüche auf seine Treu, die vermehren nie Mog. Ohne sie werden die Kreuzzüge wie die Schöpfung meines Fürsten. Tut, wie ihr wollt, ungehindert, außer durch euer eigenes Gewissen. Wisset, dass eure Hölle gebrochen ist. Folgt des Chaos und lobet die Numantia, die Freiheit bedeutet. Seinen Schriften eine Nachricht verborgen hat, damit ihm der mythischen Morgenröte nur erleuchtet folgen kann. Ich sollte diese Bücher etwas genauer studieren.
Ich, Mike ist wieder da. Mike, warte, bevor du losrennst. Mike weiß viel, sagt manches. Mike weiß viele Dinge, die andere nicht kennen. Glaubt ihr den Erzählungen, nach denen sich überall Oblivion-Tore auftun? Glaubt ihr den Erzählungen? Auf Wiedersehen! Ich hatte gehofft, er würde was Neues erzählen. Und nun rennt er los. Was hat er aber auch für ein Tempo drauf? Aber... ich weiß gerade nicht weiter, also... was die Hauptquest hier angeht. Also diese hier. Schriften über den Geheimnis von Xarxes. Jetzt kann ich die Hinweise in diesen Büchern zusammenfügen, um den Geheimstein der Mitschmorgenröte zu... Brauche ich alle meine Bücher? Also alle Bücher der mythischen Morgenröte? Also muss ich sie alle vier lesen? Um da irgendwie Zusammenschlüsse zu bekommen? Wer von den beiden stirbt? Ich glaube, das Pferd stirbt. Schönes schwarzes Pferd. Löwenpelz. Obwohl, so schwarz ist das Pferd jetzt auch nicht. Das ist eher so ein dunkles Lila. So, Wedenbauernhof. Wo war nochmal die Priorei? Da. Hinter Skingerad. Wer ist das? Warum rennt die Person? Kann es sein, dass es ihr Pferd war, das da gerade von dem Löwen erledigt wurde? Es ist doof, dass wir jetzt ein bisschen langsam sind, aber naja. Tut mir leid, keine Zeit zum Reden. Ich muss diese Exemplare des Rappenkuriers ausliefern. Habt ihr von der Schwarzwaldrotte gehört? Lest alles über sie. Das war ihr Pferd. Davon ist noch ein Pferd. Was hat es hier erledigt? Was hat er hier erledigt? Noch ein schwarzes Pferd. Kaiserlicher Legionssoldat. Ich hätte gerne ein schwarzes Pferd. Sorry, muss kurz husten. So, Berglöwe. So. So, schwere Rüstung hat sie jetzt. Aua. Warte, so. Wie viel brauchen wir eigentlich für die nächste Stufe? Okay, ein bisschen müssen wir noch. 5 Sachen müssen wir noch verbessern. So. 4 Sachen müssen wir noch verbessern. Und Magie reicht wieder nicht aus.
Obwohl, was ich jetzt auch am Überlegen bin, ist vielleicht, vielleicht mal einer Magier-Guild auch noch beizutreten. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, dass wir dann die Questreihe machen. Damit wir zumindest die guten Sachen hinter uns haben. Und dann der Diebesgilde und der Dunklen Bruderschaft beitreten können. Ich glaube, Wiederherstellung nutzen wir richtig häufig. Also, da kriegen wir noch eigentlich sehr schnell auf 100. Warum haben wir hier eigentlich so ein, warum ist da grün? Haben wir irgendwie einen Bonus? Kann ich sehen, welchen Buff wir haben? Ruhm sind wir bei 52. Fertigkeit verbessert 311. Schon 52 Tage unterwegs. Okay, aktive Mission 24 beendet. 30. Trainingseinheiten 5, Novizefertigkeit 10, Lehrlingsfertigkeiten 7, Gesellefertigkeiten 3, Expertenfertigkeiten 1, Meisterfertigkeiten 0. 0 haben wir gemeistert. Das sind 10, 20, 25, 26 Fertigkeiten haben wir. Insgesamt okay. Kopfgeld 0, Kopfgeld zitternde Insel 0, Ruhm 52, Infamie, also Schande ist auch 0. Tage in Haft 0, gestohlene Gegenstände 451. Angriffe 1, Morde 2, wir haben 2 Morde begangen. Getötete Kreaturen 491, getötete Personen 188, entdeckte Orte 76. Geknackte Schlösser 32, abgebrochene Dietriche 80. Gefangene Seelen 0. Eingenommene Zutaten 5. Zubereitete Tränke 0. Zwei Tore haben wir geschlossen. Pferdebesitz 0. Häusernbesitz 3. Wir haben kein Pferd im Besitz. Anzahl an Ladeninvestitionen 0. Gelesene Bücher 98. Gelesene Lehrbücher 5. Gefundene Artefakte 0. Wir haben noch kein Artefakt gefunden. Geschlafene Stunden 242. Gewartete Stunden 197. Tage als Vampir 0. Gebissene Hälse 0. Wir können hier aber anscheinend nur Vampir werden, oder? Das Thema hatten wir, glaube ich, sogar schon. Dass wir anscheinend wirklich nur Vampir werden können. Und kein Werwolf. Ich wäre gerne wieder ein Werwolf. So, wo befinden wir uns jetzt? Hinter Quatsch. Und wir müssen hinter Skingrad hin. Und den Keiler auch einmal erledigen. Habe ich Hämmer müsste ich doch haben, oder? So. Okay, dann haben wir zumindest noch 5. Jetzt ist Schluss.
Achso, der hat gegen Kyla gekämpft. Kaiserliches Legionspferd. Für das Kaiserreich. Okay, hat er eine magische Rüstung oder hat das mit der Waffe zu tun? Zeigt mir, was ihr da habt. Ja, zeigt mal, was ihr habt. Mithrilbrustharnisch, Kettenhandschuhe, Silberstreitaxt. Ich glaube, wir bleiben bei der dädrischen Waffe. Wäre schön, wenn ich hier vielleicht auch Zauber hätte, so dass ich alles irgendwie unzerstörbar machen kann. Wenn da auch so Möglichkeit wäre, zwei Zauber auf die Sachen zu setzen. Oder zumindest, dass ich die Abnutzung sehr weit reduzieren kann von den ganzen Sachen. So, komm her, Teddy. Ich muss sagen, hier ist aber auch richtig schön grün. Warte mal, die Statue da hinten. Ich glaube, die hatten wir noch nicht entdeckt. Okay, das war mal, glaube ich, eine große Eladenstadt. Das von Goblins jetzt überrannt ist. Bitterfisch-Goblin. Der hat hier Schuppen. Trank der Hexerei mag ich ja wiederherstellen. Miss Karkant haben wir entdeckt mit Zielstiefel, Dietriche, Gold. Okay, wer hat mich hier wo entdeckt? Da. Mal gucken, ob die einen Weg zu mir finden. Wo sind die denn hin? Ich geh mal rein. Okay, rostige Eisenstreitkolben.
Ein Goblin. Bitterfisch-Goblin. Warum ist der tot gewesen? Okay, hier kommen Zombies. Sind jetzt drei hinter mir her. Nee, sind sogar mehr. Nur Kopflose. Jetzt lasst mich mal bewegen. Ihr seid infiziert mit Schüttelwaren. So. So, wir haben hier irgendwo Krankheitsheilung. So, hier irgendwas jetzt wieder weg. Ich hoffe, es ist weg. Skelett hält. Wo sind die? Da. Rotes Fleisch. Der hat wenigstens Gold. Ah ja, und die Goblins halt. Achso, und ja, der. Na klar, dass der jetzt kaputt ist, von wo kommst du? Bist du von draußen da? Jetzt aber, oder? Haben wir den schon gelootet? Ja, der hat nichts. Woher kommen die an Silberwaffen? Abgesehen von Welkensteinen gibt es hier, glaube ich, nichts.
und halt ein paar kaputten Kisten. Fernsteuerung aufgemacht. Gibt es irgendwo eine Fernsteuerung? Wahrscheinlich den Weg hier gehen. Knochen und totes Fleisch brauchen wir nicht. Wozu kann man eigentlich Knochen mitnehmen? Ich lasse die mal in Ruhe kämpfen. Okay, hat sich schon erledigt. Hier ist aber auch kein Knopf. So, finden die ihren Weg zu mir hier hoch? Oder muss ich da wirklich diese Tür aufmachen? Hier gäbe es noch einen Weg. Am Ende des Ganges. Geheimer Weg, okay. Ich gehe mal von aus, dass ich da vielleicht runterspringen muss oder so. Den geheimen Knopf oder sowas habe ich jetzt nicht gesehen. Na nee, komm, wir gehen darum und springen runter. Vielleicht ist auf der anderen Seite der geheime Knopf. Hilfe. Wo hat er den Zwergenstreitkolben? Stahlschild. So, seine Dietriche nehmen wir mit. Wir brauchen ja wieder Dietriche. Der hat nichts. Das ist eine Steinbank. Okay. Die Dinger nehmen wir mit. Ich weiß nicht, warum ich die Dinger immer mitnehmen will, aber ich habe irgendwie was Anziehendes. Na, okay. Ich gehöre aber auch zu der Kategorie Mensch, der in Skyrim alles von den Dedran, nicht Dedran, von den Wemern, einfach so mitnimmt. Ob die Wert haben oder nicht. So, mag ich ja wieder herstellen.
Ah, ne, warum muss er jetzt den Kopf loben? Okay, der hat uns noch nicht getroffen, der Schamane. Ernsthaft? Ach, leck mich doch. Brauch mehr Dietrich hier. Hat er jetzt da aufgemacht? Oder wo hat er aufgemacht? Oder hat er hier aufgemacht? Der hat hier aufgemacht, okay. Ich hatte jetzt eigentlich eher auf Geist oder so gehofft, dann wir Ektoplasma kriegen. Autsch. Yo, gegen 3 Skelette? Woher kam der Kopflose, der Untote? So, ne, hier nicht. Kann ich während eines Kampfes nicht reparieren. Sollen die sich gegenseitig bekämpfen? Ich hoffe, die kriegen wenigstens den Schaman hier kaputt. Alter. Das war ein Kampf. Hast du Dietrich jetzt? Ja. Und Eisenpfeile. So, der hat keine Dietrich, aber Lebensenergie wiederherstellen. So, Elfenkriegsaxt. Zwergenkriegsaxt. Die und ihre Kriegsäxte. Magika reicht wieder nicht aus. Kann ich die Dinge aufmachen? Nö. So, wo führt das hier hin? Natürlich zu einem Kopflosen. So, komm.
Okay, wir wurden nicht getroffen. Warte mal. Zustand Waffe 38. Der geht aber auch richtig schnell hinüber. Alter, was ist mit den Hämmern gewesen? Ah, okay, das wäre derselbe Weg quasi gewesen. Dann will ich da hinten aber auch mal den Weg aufmachen. Gab es hier vielleicht sogar noch einen Knopf oder so? Hier. War das nicht hierfür? Ernsthaft? Es ist leicht. Okay. Aber wofür war jetzt der Knopf? Ah. Eine wertvolle Sache haben wir jetzt. Okay. So, wie sieht es da unten jetzt eigentlich aus? Sind da Kreaturen? Angreifer? Ich höre schon Skelette. Nein. Hier. Und die sind gezielt hierhin auf dem Weg. Okay. Haben die anderen mich verloren? Die sind jetzt wieder da hinten hin auf dem Weg. Okay. Okay, das mit den Zombies ist mir ein bisschen zu viel hier. Ich brauche mehr Hämmer. Nein, mit nur einem Dietrich mache ich das nicht.
Ach so, die können doch Türen aufmachen. Autsch. Sagen. Ne, Giftheilung wollte ich nicht. Trank der Giftheilung brauche ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wofür der Knopf ist, aber ich drücke den mal. So, Kollege. Gegen was hatte er schon gekämpft? Der hatte schon Leben verloren gehabt. So, wir müssen da lang. So. Hey. Die mitnehmen. Noch mehr Zombies. So, wo führt das hier hin? Ich glaube, ich kann es mir schon denken. Wiederherstellung verbessert. Vielleicht einmal kurz speichern. Okay, es kommt nur der eine. So, und der andere bitte auch noch. Lass mir raten, der Zustand meiner Waffe ist wieder hinüber. Ihr solltet rasten und über das Gelände reflektieren. Nein. So, Zustand Waffe. 23%. Zumindest haben wir noch die beiden hier. Klinge des Leids. Ich glaube, das ist eine Ebenerzklinge. Kann das sein? Okay, wo genau? Was genau ist das denn für eine Halle hier? Der steckt fest. Jetzt sind beide da.
Okay, der eine hat mir einmal kurz erwischt. So, wofür das hier? Zum nächsten Zombie. So, ich frage mich aber, warum sind die kopflosen Zombies schlimmer als die mit Kopf? Großer Weltenstein. Woher kamen die jetzt? Und was bist du? König Miskaran? Miskarans Schlüssel. So, einmal kurz heilen. War er sowas wie ein, boah, wie hießen die nochmal in Skyrim? So, sowas wie ein Drachenpriester, nur halt auf der Eladenart, also die alten Elfen. So, warte, haben wir hier jetzt? Ausdauer wiederherstellen. Warum haben wir den Trank hier? Wiederherstellen Stärke 5 Punkte an selbst. Ich mache aber mit der Magie, weil damit können wir Wiederherstellung auf jeden Fall skillen. Wer kommt hier? Warte mal, wo genau befinden wir? Der kam von hier. Und hat dann nur gelauert. Durchschnittlich. Ja, Lebenspunkte wiederherstellen. Nehmen wir mit. Wofür ist der Gang jetzt? Miskaran Schlüssel geöffnet. Warte mal, jetzt haben wir unten vergessen, zu durchkämmen, durchsuchen. Da gab es ja zwei Wege, von wo die Zombies herkamen. So, es werde Licht.
Drei Wege sogar. Nein. Mit nur einem Dietrich machen wir das nicht. Das war wahrscheinlich der Weg. Okay, gehen wir weit. Steinerne Stufen. Ach, die haben sich erst gebildet. Die waren vorher gar nicht da. Erst als ich denn ein Ding da genommen habe. Okay. Stehen 40% für 3 Sekunden selbst. Hier gibt's nichts. Wenn die so angerannt kommen. Vor allem, die hören sich auch richtig eklig an. Von denen hat keiner einen Hammer dabei. Giftheilung brauche ich nicht. Und hier war nichts. Steintür zum Maskerand. Braucht Dietriche. Okay, und was haben wir eingesammelt gehabt vorhin? Ein Stein? Ein Valastein? Ein großer Weltenstein? Ihr könnt diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Ist das ein Questgegenstand? Questgegenstand, okay. Wofür wird der gebraucht? Welchen Zustand haben eigentlich meine Waffen jetzt? 61 und der geht aber viel zu schnell kaputt. Was ist denn damit? Dremora Langschwert. Oder ist das einfach... Die aus den Oblivion-Toren sind nicht so gut, wie wenn man die irgendwie anderweitig findet. So, Bereich wird geladen. Ich speichere einmal. So, na?
Jetzt wird... Hat nichts von Wert. So, Skingrad. Wollten wir hin. Können wir da vielleicht ein paar Hämmer kaufen oder so? Ich sehe schon, wir dürfen gegen das Ding auch noch kämpfen, den Landmann. Kommt der nächste auch noch dazu oder nicht? Doch, der kommt auch noch dazu. Das war aber ein richtiger Clan-Bann. Ist das da ein Bandit? Das ist ein Bandit. So, das nehmen wir mit. Und eben schnell den hier. Komm. Das heißt dann jetzt gleich nur noch irgendwo in einem Bett legen, nochmal die Punkte verteilen. Passer Dankbarkeitsstelle. So. Wie schön euch zu sehen. Dankeschön. So, Hämmer. Eben ganz schnell Hämmer. Berg zur Westebene? Nee. Wie geht's? Soweit ganz gut. Lovianische Hände, der müsste Hämmer haben, oder? Seid gegrüßt. Einen wunderschönen guten Tag. Selber guten Tag. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Wenn du Hämmer hast? Ja, hat er. So, und habe ich was zum Verkaufen? Ja, die Welkensteine. Und den Walerstein. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Seht euch vor. Falsche Taste gedrückt. So. So, komm. Okay, ich würde die 19 Dinger auch behalten jetzt erstmal, Hämmer. Seid gegrüßt. Und hier einmal kurz pennen. Seid gegrüßt. Willkommen in der Herberge zur Westebene. Ich bin Irina Jiranos, die Wirtin. Wenn ihr Essen oder ein Bett wünscht, wendet euch an mich. Achso, wir hatten noch nicht gesprochen. Ich hätte gern Bett. Ich habe eine herrliche Kammer an der Ecke, wenn es euch interessiert. Das macht 20 Goldstücke für die Nacht.
Ich nehme es. Hervorragend. Ich bin sicher, alles wird zu eurer Zufriedenheit ausfallen. Begebt euch nach oben und nehmt die Tür rechts am Ende des Gangs. Schlaft gut. Lebt wohl. Die Tür rechts? Das ist nicht das Bett. Okay, hier unten kann man pennen. Kann ich euch helfen, mein Bruder? Maglier, nee, bitte nicht. So, was ist das? Wie ist das vierte Befinden? Was habt ihr zu berichten? Ich habe gehört, dass... Das nicht, das war es auch nicht. Das hier ist mein Bett. Ich mache aber eine Stunde. Und dann können wir wieder in Schnelligkeit im Stil. Hier können wir nur noch einen machen. In Stärke würde ich. Und Intelligenz, Willenskraft, Geschicklichkeit. Beeinflusst ihre Geschicklichkeit, ihre Balance und ihre Gesamtausdauer. Zuständig für die Fertigkeit, Sicherheit, Schleichen und Schießen. Willenskraft. Eure Fähigkeit, Magie zu regenerieren, sowie eure Ausdauer. Zuständig für die Fertigkeit Zerstörung, Veränderung und Wiederherstellung. Machen wir das. So. Ups. Ihr scheint etwas zu wollen. Also, worum geht es? Was habt ihr zu berichten? Gerüchten zufolge versuchen die Nord ganz Solstheim gefangen zu nehmen und die kaiserliche Festung auf der Insel zu zerstören. Ich bin nicht überrascht. Skyrim scheint ständig in Grenzkonflikte verwickelt zu sein. Wiedersehen. Okay, das erklärt aber auch dann, warum, warte mal, die Nord wollen Solstheim übernehmen? Aber ich dachte, die Nord und die Kaiserlichen arbeiten Hand in Hand zusammen. Oder nicht? Na egal, ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!